Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Holzer-Map im LS17. Ja, muss noch Ballen wegstapeln. Hab mir gedacht, dann nehme ich euch einfach mal bei mit, wa? Ihr könnt ja auch mal was von dem Spaß haben. So, los geht's. Das ist alles ein bisschen semi-professionell gelaufen, weil ich den Berg nicht hochgekommen bin. Deswegen spielen die jetzt mal alle da hinten. Wir müssen die jetzt vorräumen. Ihr wisst ja, Seasons. Das Mopfino. Locker flockig von Tage. Könnten auch ein bisschen schneller fahren, aber... Ich weiß auch gar nicht, die räumen wir auf dieser Seite hin, neben der Presse. Und lass mal fallen. Ich stell die mal einzeln weg. Ist angenehmer. Oh, Ballenphysik, LS17. Total geil. Ist schon ewig nicht mehr. Nein, nein, nein. Ewig nicht mehr gehabt. Ah, ist das schön. Kennt ihr das, wenn man sich auf irgendetwas freut und es macht dann richtig Spaß? Ah, schön. Upsi. Das war knapp, wa? So. Kommt's auch rein? Du sollst ja nicht hier alleine wohnen, ne? Sag hier rein. Zum Händler muss ich auch noch. Ein bisschen was zu tun habe ich hier noch, bis ich hier vernünftig eingerichtet habe. Dass man so langsam losspielen kann. Ne? Alles an Hof hat. Dann können wir eigentlich Wiesen striegeln, säen müssen wir, düngen müssen wir. Oh, ist genug zu tun. So, Opfer. Oh, den Hänger kriege ich doch nicht weg, ne? Muss ich mit dem Großen wegfahren. Da habe ich keine Chance. Der Eicher zieht den auch nicht. Shit happens. Kannst nichts dran machen, das ist mal realistisch, ne? Und Strohbälle sind auch jetzt schon wieder hier, ne? Ich hab das alle durcheinander gewürfelt, weil das gar nicht mehr ging. Mitten vorn, wie gesagt. Bin den Berg nicht hochgekommen. Sonst wäre das gegangen, aber ich bin einfach den Berg nicht hochgekommen. Der Trecker stand da wie eben bei dem Hänger. Warum durchdrehen, ne? Sag ja, LS17. Ist schon genial. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Habe ich schon so ein bisschen vermisst, weil das kann der 19er nicht. Der 19er hat zwar eine gute Grafik, aber der 17er hat auch noch schöne Vorteile. Wie lange habe ich den... Wie lange ist LS19 schon draußen? Ich glaube, ich habe den 17er 2 Jahre jetzt nicht mehr gespielt. Macht richtig Laune nach 2 Jahren, ne? Muss man ja mal auch so sagen. Oh, und hier schön mit dem IAC, kannst an der Seite rausgucken. Gibt's in der LS19 glaube ich gar nicht so, ne? Ach, ist ja auch egal. Macht gerade Spaß. Hallo? So, bleibt mal stehen. Könnt auch alle umfallen, wenn ihr da Bock drauf habt. Fände ich nur nicht so witzig. Hohoho. Habt ihr das gesehen? Der kann nicht Ballen stapeln, ne? Läuft! Ja, die Strohballen kommen hier hinten hin, ne? Weil der Strohträger ist ja hier vorne, da wo die alle Male noch drin steht. Und deswegen stelle ich die da hin, dann haben wir die nicht alle hier in Schuppen stehen. Aber ein bisschen muss ja auch noch hier in Schuppen, ne? Können ja nicht alle nur draußen stehen. Der Miststreuer steht unten im Unterstand. Deswegen können wir noch das Güllefass hinfahren. Hatte ich noch gar nicht gemacht. So weit war ich noch gar nicht, weil ich jetzt erst Ballen wegrollen muss. Wie gesagt, es soll regnen. Deswegen machen wir das jetzt erst. Opfer. Ach schön, mit Schalten, mit Gearbox. Gearbox ist doch was Feines, ne? Da kann kein VCA mithalten, da kann kein RMT mithalten. Gearbox ist Gearbox.
glaube, man merkt, dass ich Spaß habe. Kann das sein? So. Aber da kommen wir jetzt mal ein bisschen mit hin. Bis zur Ernte mit dem Stroh auf jeden Fall, denke ich. Dann Heu füttern wir. Silage machen wir ja erst noch. Also wir könnten ja auch mal spielen, als würden wir hier nur Heumilch machen. Aber dann müssen wir ziemlich viel Gerstenstroh zu kaufen. Dann verkaufen wir Silage. Wäre ja auch mal cool, nur Heumilch zu machen. Aber das können wir noch entscheiden. Wahrscheinlich müssen wir auf Mische gehen, allein schon wegen Winter. So, Vieh passen hier dann aber nicht rein, weil hier ist die Heutrocknung. Das müssen wir freilassen. Hallo? Gehst du noch dran? Ja, danke. Da kannst du von mir aus wohnen. Damit wir auch später noch an die Heutrocknung drankommen. Ich habe erstmal einen schönen kleinen Ladewagen. Hier ist alles klein und schnuckelig. Fand ich ganz cool. So große Maschinen spielen wir hier nicht. Wir spielen hier klein und schnuckelig und entspannt. War was anderes, so eine Chiller-Map, obwohl es Seasons ist, ne? Aber so mit rumtüdeln. Einfach mal. Fand ich mal wieder ganz cool. Ich habe auch gar nicht mehr so eine Map, wo ich noch wirklich rumtüdeln kann. Ja, die normale Holzer-Map im LS19, aber... sonst habe ich sogar keine Map mehr, wo ich rumtüdeln kann. Ja. Läuft. Das Ballenstapeln klappt an und für sich gut. Aber wir wollen mal den Tag nicht vor dem Abend hören. Ne? Man weiß ja nie, was passiert hier. Ja, das Schild unten von der Straße wohnt jetzt auch hier. Bis ich neu gestartet habe. Das wollte er einfach mit hier hin. Ja, viele Ballen sind es ja nicht mehr. Oh, Heu kommen wir aber nicht lange mit hin. Ich habe da glaube ich eben schon 12.000 Liter reingekloppt. Vier Ballen. Dann wird das Heu nicht lange reichen. Aber okay, unten sind noch zwei Ballen beim Händler. Die könnte man nachher noch holen. Muss ich eh noch in den Ladewagen zum Hof holen. Ja, dann muss auch. Dann ist erstmal Düngen und Striegeln angesagt. Bis wir dann fertig sind, das dauert noch ein bisschen. Düngen und Striegeln, das sind ja doch ziemlich viel Zeit in Anspruch. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich alle diesen striegel, weil wir die ja echt nur mähen und dann müssen wir die durchziehen. Das ist ja das Problem. Aber ich spiele lieber mit Flügen an, wie ohne Flügen. Und hier haben wir auch Scheiße gestapelt. Ja. Darf man das überhaupt sagen, Scheiße? Oder macht YouTube dann Scheiße? YouTube ist eh hoch mit Seelensegeln, das habe ich ja schon mal gesagt, ne? Da steige ich auch nicht hinter. So. Schick die Feinideen auch hier rein, ne? Dann haben wir da noch 10. Hinten stehen auch noch welche. Das passt. Da kommen wir jetzt mal lange mit hin. Vor allem LS17 der Seasons. Wir haben wieder Mist und Gülle. Und nicht nur Mist. Oder nur Gülle. Das hat schon Vorteile, ne? Abfahrt. Geht die Hupe noch hier? Ja, die ist auch noch wie immer. Schön.
nehmen wir erstmal Lichter mit oder was? Ja, die Rollbahn können wir ja zusammenschieben, das ist ja kein Problem. Nehmen wir erstmal den mit. Und zwischendurch, ne? Abfahrt. Aber bei Gearbox kannst du kaum mit Zwischengas fahren, ne? Bei RMT kannst du auch Zwischengas geben, hier geht das gar nicht so. Wie weit ist der denn da oben? 3,7. Wie dieser Glanz-Mode, ne? Der ist auch cool, ne? Oh. Fast vergesse. Wenn man am Quatschen ist, ne? Ach, haben wir wieder Turboballe. Supi. Balle wolle mich verarscheln. Balle wolle mich veräppeln. Upsi. Schön, dann komm mal mit. Kannst du da auch noch wohnen? Kann ja nicht sein, dass du draußen schlafen musst, ne? Voll genial. Passat? Ja, viel zu weit weg war. Jetzt aber. Langsam zurück. Kennen wir einen Kotflügel. Pass. Vor allem kannst du hier schön mit Ballen füttern, ne? Da stellst du ihn einfach rein, dann kommt die Strohplane. Echt. Schicki feini. Brauchst du jetzt dann Einstreuer. Hier gibt es ja nur dieses Turbo-Ding, ne? Und im LS17 Mod-Hub ist auch nicht mehr so viel zu finden. Egal. Können wir die zusammenschieben? Ich hoffe, ne? Ich hoffe. Hat geklappt. Vom Feinsten. So, Abfahrt. Despost. So, Freunde, ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, gibt's einen fetten Daumen von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann macht den Daumen runter und schreibt einfach einen Kommentar dazu. Aber liebe Leute, däumelt bitte. Das ist wichtig für die Interaktion des Kanales. Was wollte ich sagen? Wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.